Heute in den Karten News. Ein neuer Dompteur für die D-Line. Unser Partner, die Wohnbau Essen. Und die Cologne Falcons zu Gast im Stadion am Hallo. Ich bin Sascha Südkamp, 38 Jahre alt und Defense Line Coach bei den Assinia Cardinals. Sascha, du bist ja ein alter Rumtreiber, was Football in NRW betrifft. Wo hat man dich denn schon überall spielen und coachen gesehen? Also, angefangen mit Football habe ich 97 in Mülheim bei den Broncos. Bin danach gewechselt nach Bochum. Von Bochum den Zusammenschluss B1 habe ich ein Jahr mitgemacht. Da sich der B1 wieder aufgelöst hat, bin ich nach Langfeld, weil ich unbedingt zweite Liga spielen wollte. Und aus der zweiten Liga, oder also von Langfeld aus, bin ich dann zurück, oder dann das erste Mal nach Essen gekommen. Hab da fünf Jahre gespielt. Bin dann ein Jahr Düsseldorf Panther, erste Liga, und dann wieder zurück nach Essen. Ja, das ist so meine spielerische Karriere. Und Trainer war ich bei den Damen, Mülheim Shamrocks, ein Jahr. Hab dann ein bisschen ausgeholfen. Und bin von da aus nach Bochum gekommen. Das war meine erste richtige Trainerstation im Herrenbereich. 2013 und 2014 jetzt Assinia Cardinals. Ist auch sehr schön, dass wir dich wieder hier haben. Du darfst jetzt Spieler coachen, mit denen du in Essen ja auch schon zusammengespielt hast. Wenn ich da an den Monchi denke, an den Frank Zupanz und den Thorsten Roderich. Wie ist es eigentlich? Was ist das für ein Gefühl, wenn du plötzlich da Leute unter dir hast, die früher einfach neben dir standen? Ich muss sagen, ich habe schon das gewisse Alter. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Die beiden, die du als angesprochen hast, sind auf jeden Fall noch jünger als ich. Der Frank nicht so viel, aber der Herr Roderich. Und das war auch meine Sorge am Anfang. Ich habe mit den Jungs geredet, bevor alles wirklich klar war. Und bei denen war das klar, ich bin Trainer. Beim Training habe ich das Sagen. Die machen das, was ich von ihnen möchte. Da der Herr Roderich aber noch hier Spieler-Coach ist, unterhalten wir uns halt auch viel. Das ist aber auch alles im Moment eine sehr harmonische Sache. Also gar kein Problem. Kriegen wir alles geregelt. Wenn du so überlegst, das Niveau von unserer D-Line in diesem Jahr, wo siehst du uns? Welche Stärken haben wir? Welche Schwächen haben wir? Nicht ins Detail gehen, wir wollen ja den Gegner nichts verraten. Aber wo siehst du noch Bedarf? Woran arbeitet ihr gerade? Wie sieht es momentan bei euch im Training aus? Also bei uns im Training versuchen wir immer noch dran zu arbeiten, dass halt auch viel auf Geschwindigkeit geht. Weil mein Gedanke ist immer noch Speed Kills, jedes Play. Das ist halt unsere primäre Aufgabe, halt immer noch schnell, immer Löcher füllen und alles, was sich daraus ergibt, werden wir sehen. Aber das ist so, unsere primäre Aufgabe ist halt wirklich Spiel zu erkennen und halt Geschwindigkeit aufzunehmen. Zum Abschluss auch an dich die Frage, die wir eigentlich jedem stellen, den wir vors Mikrofon zerren. Die Cardinals steigen 2014 auf, weil? Wir das geilste Team sind. Und wir mit rein Deutschen spielen und eine super Trainer-Crew haben und das Potenzial genau hier ließ. Wir melden uns heute mal nicht vom grünen Rasen, sondern direkt aus Essen-Frohnhausen. Hintergrund ist, dass wir euch mal unsere Partner vorstellen wollen und heute anfangen mit der Essener Wohnbau EG. Seit vielen Jahren treuer Partner der Cardinals und als kleines Dankeschön für das Engagement möchte ich unser neues Team-Jersey dem Frank Skube reichen und sag nochmal herzlichen Dank für das Engagement. Ja, vielen Dank Herr Ziegler, da kann man wirklich stolz drauf sein. Wir sind jetzt seit 6 Jahren schon Sponsor bei den Cardinals und ich glaube 2008 oder 2009 waren die Cardinals auch schon mal hier die Mannschaft des Jahres im Essener Sport. Und wie ich gehört habe, mittlerweile schon über 300 Mitglieder, die sie gewonnen haben. Ganz, ganz viele Jugendmannschaften, ich glaube 4. Und wir sind als Wohnbau wirklich stolz darauf, mit so einem tollen Team und so einer tollen Geschäftsführung zusammenarbeiten zu dürfen. Seit nunmehr 6 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Wohnbau Essen und den Assinia Cardinals. Was waren denn die ausschlaggebenden Gründe für die Wohnbau, die Partnerschaft mit den Cardinals so einzugehen? Wir finden es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass die Cardinals ganz viele jugendliche Spieler haben und
für uns immer ganz wichtig, dass wir die Kinder von der Straße holen, dass sie auch neben der Schule noch was zu tun haben in der Freizeit, was Vernünftiges. Und da sind die Kadets wirklich einer der Mannschaften und der von uns gesponserten Vereine, die wirklich absolut die meisten jugendlichen Spieler gewonnen haben in den letzten Jahren. Das ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Die Wege der Cardinals und der Wohnbau kreuzen sich ja nicht nur bei uns und auf unserem Jersey, sondern unsere Cheerleader und Footballer sind auch immer wieder gerne Gast beim großen Sportereignis der Wohnbau, dem Essener Treppenhauslauf. Ja, in diesem Jahr geht's wieder los. Am 24. Mai der Essener Treppenlauf und wieder mit am Start natürlich der Joey Kelly und die Sicke Kajadelen. Und wir haben in diesem Jahr auch noch den ehemaligen Gegner von dem Ditschko am Start. Das ist der Francesco Pianeta, der macht auch noch mit. Und ich denke aber trotz alledem, dass die Cardinals, wie auch schon in den Vorjahren, wieder absolut die Nase vorne haben werden, weil die einfach, ich sag mal, neben den Eishockeyspielern der Moskitos einfach die größte Geschwindigkeit haben, die meiste Kraft, auch gerade solche Treppen zu bezwingen. Und wir haben in den letzten Jahren also viele Einzelsieger und auch Mannschaftswettbewerbssieger von den Cardinals gehabt. Und ich kann sagen, also für mich sind die auf jeden Fall wieder ganz, ganz vorne und Favoriten der diesjährigen Session. Am 12. April trafen die Men in Blue in einem Vorbereitungsspiel auf das GFL-Team der Cologne Falcons. Rund 850 Zuseher hatten sich bei tollem Footballwetter im Stadion am Hallo eingefunden. Es war der erste Test für die Cardinals in der Saison 2014 und Michael Wetzel, unser Kicker, beginnt das Spiel mit einem tiefen Kick und der Returner der Kölner wird schon an der eigenen 15-Yard-Linie von Jakob Tomoscheid gestoppt. Somit durfte die Cardinals Defense dementsprechend direkt zu Beginn aufs Feld und schon im ersten Play begrüßt unser D-Liner Olli Grender den US-Quarterback José Mola im Stadion am Hallo. Nach drei Versuchen müssen die Falcons punten und Dennis Tahan kann sich vor den Ball werfen. Patrick Schneider nimmt denselben auf und läuft Richtung Endzone. Kurz vor dem Touchdown verliert er den Ball nochmal. Doch Gott sei Dank kann sich Stefan De Vriel, unser Linebacker, in der Endzone auf den Ball werfen. Nach etwas mehr als einer Minute führen die Cardinals mit 6:0. Der Extrapunktversuch von Michael Wetzel wird geblockt und so bleibt es beim 6:0 nach 76 Sekunden Spielzeit. Aber schon im darauffolgenden Drive kann sich der Kölner Running Back Mauro Domingos allen Tackle-Versuchen entziehen und läuft in die Essener Endzone. Nach dem PAT steht es 6:7 für die Falcons. Dann darf sich auch die Offense der Cardinals endlich präsentieren. Ein Quarterback Zobi Lupp, der für den gesperrten Fabian Schorn und den verletzten Fabian Stinker einspringen musste, zeigt mit zwei starken Pässen im nächsten Drive seine Qualitäten. Die Endzone finden die Angreifer der Cardinals in dem Drive nicht, aber Michael Wetzel stellt mit einem 21-Yard-Field-Goal auf 9:7. Das wird leider die letzte Führung der Cardinals im gesamten Spiel bleiben, denn ab dem zweiten Quarter zeigen die Jungs aus der rheinischen Domstadt, dass sie durchaus Ambitionen auf mehr als den Klassenerhalt in der GFL haben. José Mola wirft für 45 Yards auf Philipp Stenzel für den zweiten Touchdown der Falcons. Dass aber selbst US-Quarterbacks nicht frei von Fehlern sind, zeigt dann abermals Stefan De Vriel auf, der einen Ball von José Mola abfangen kann. Die Punkte machen aber weiterhin die Vögel aus Köln. Erst fängt Philipp Schmitz den Ball für 34 Yards Raumgewinn und danach macht Alexander Tunkara Kone den Drive komplett. Zur Halbzeit führen die Falcons mit 9:24. In der zweiten Halbzeit wird dann der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams immer klarer sichtbar, auch weil ab dem dritten Quarter das Personal bei den Cardinals munter durchgewechselt wurde, damit jeder der Spielberechtigten, und das waren an diesem Tag 58, auch seine Einsatzzeit bekommen konnte. Auch bei den Kölnern kamen neue Gesichter aufs Feld, aber wenn der Backup-Quarterback Robert Demers heißt und bereits selbst 3 Jahre GFL-Erfahrung aufweisen kann als Starter, dann gibt es eben weitere Punkte. Zum Abschluss gab es dann noch einen Safety und somit 2 weitere Punkte für die Kölner und den direkt anschließenden Free-Kick kann US-Runningback Steven Strother über 75 Yards zum Endstand von 9:61 nach dem PAT in die Endzone der Cardinals zurücktragen. Das Ergebnis sieht jetzt auf den ersten Blick viel zu hoch aus, aber hören wir mal rein, was Quarterback Tobi Lupp und Head Coach Carsten Weber
zum Spiel zu sagen haben. Bei mir steht Tobias Lob, der hat heute den Quarterback gemacht. Normalerweise ist das nicht deine Position. Wie hast du dich heute beim Spiel gefühlt? Ja gut, ich wusste seit Montag eigentlich, was auf mich zukommt. Ich habe es vor ein paar Jahren gemacht und auch viele Jahre. Dennoch im Endeffekt nur zwei Trainingseinheiten gehabt. An sich, erste Halbzeit, habe ich mich gut gefühlt. Die Spieler haben alles gegeben, dass ich mich auch soweit sicher fühle. Und wir können an sich mit, zumindest mit der ersten Halbzeit, auf jeden Fall zufrieden sein. Dann dein Resümee vom heutigen Spiel. Was nimmst du mit und was müssen wir jetzt noch bearbeiten, damit wir gegen Langenfeld gewinnen können? Gut, es war jetzt ein GFL-Team. Dennoch finde ich, dass wir uns in der ersten Halbzeit gut verkauft haben. Wow! Sowohl in der Offense als auch in der Defense, da können wir aufbauen. Den Rest, die Fehler sind alle auf dem Video. Die geht es dann auszumerzen und dann gehe ich eigentlich mit gutem Gefühl nach Langenfeld. Carsten, das Testspiel gegen Köln ist jetzt vorbei. Wie sind deine Eindrücke zum Spiel? Also ich bin teils sehr zufrieden und teils natürlich ist es schade. Wir haben jetzt, ich muss gerade selber gucken, 61-9 verloren. Was mich sehr stolz macht, ist, dass unsere erste Garde sehr gut gespielt hat. Und gerade ein bisschen laut, aber dass unsere erste Garde sehr gut gespielt hat und gerade im ersten Quarter, wir sind mit 9-7 gegen den Erstligisten aus diesem Quarter gelaufen. Sie haben da Vollgas gespielt, sie haben alles gegeben und mit 4 Imports und wir haben keine Imports. Wir werden diese Strategie auch weiterfahren. Ich bin ziemlich stolz auf mein Team und gerade auch um Tobias Lupp, der als dritter, vierter Quarterback eingesprungen ist. Also meine Eindrücke sind bisher, was das angeht, sehr positiv. Dass wir dann auch ein paar Fehler machen würden, war klar, darüber bin ich nicht böse. Dafür bin ich Köln eigentlich eher dankbar, dass wir die Schwächen ausmerzen können für zwei Wochen Langenfeld. Also mein Fazit fällt trotz der Niederlage sehr positiv aus. Es ist also keine Schande, gegen einen Erstligisten zu verlieren? Nein, definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Dafür sind die Köln Falcons Erstligist und wir sind Drittligist. Köln hat ein hohes Ziel, sie wollen in die Playoffs. Das ist in der ersten Bundesliga nicht einfach. Und ich glaube, wir haben heute ein gutes Spiel gesehen der Cardinals. Ich habe gerade Feedback auch von der Tribüne gehört, da sind auch renommierte Coaches gewesen, dass sie ein gutes Spiel gesehen haben, dass sie ein tough Team gesehen haben, was gekämpft hat. Und das macht mich schon stolz und bin froh über mein Team. An was wird jetzt die nächsten zwei Wochen bis zum Saisonauftakt gegen Langenfeld noch passieren und wie bereiten sich die Cardinals darauf vor? Ja, wir werden natürlich versuchen, ein Videostudium zu machen, zu gucken, was Langenfeld kann oder besser gesagt, was Langenfeld spielt, genau was Langenfeld mit uns machen wird. Insofern versuchen wir da herauszufinden, was machen sie, wie machen sie es und wir versuchen, die Fehler aus diesem Spiel mitzunehmen, sie abzucoachen und unser Team fertig zu machen für den ersten Spieltag mit der ganz klaren Zielsetzung, dass wir natürlich gewinnen wollen, dass wir Langenfeld auch. Es wird ein schweres Spiel, auch wenn es ein Aufsteiger ist. Wir haben da noch ein paar Fehler, die wir ausmerzen wollen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dafür hat Köln uns eigentlich einen riesen Gefallen getan, weil genau das haben wir gebraucht. Wie schätzt du Langenfeld als ersten Gegner diese Saison ein? Ich denke schon, dass sie stark sind. Sie werden kein typischer Aufsteiger sein, obwohl Köln war letztes Jahr auch kein typischer Aufsteiger, die Crocodiles. Sie werden oben mitspielen. Langenfeld geht eine ähnliche Strategie wie wir. Sie haben auch kaum Imports. Allerdings schätze ich den deutschen Kader doch sehr stark ein. Sie haben auch eine sehr hohe Zahl an Spielern und auch an Coaches. Ich erwarte da schon ein hartes und ein tough Game. Auch wenn Langenfeld eigentlich vom Papier her in der Underdog-Rolle ist, glaube ich das nicht so ganz. Erster Spieltag ist immer verrückt. Vervollständige bitte zum Schluss noch den Satz. Die Cardinals gewinnen das erste Saisonspiel gegen Langenfeld, weil? Wir das Herz, die Seele und den Kampfgeist haben, das Ding für uns zu entscheiden. Die Men in Blue starten am 26.04. in ihre Regionalligasaison mit dem Auswärtsspiel in Langenfeld. Eine Woche später, am 3.05., sind die Aachen Vampires zu Gast im Stadion am Hallo. Kickoff ist wie gewohnt um 17 Uhr. Am 11.05. treten die Cardinals zu ihrem zweiten Auswärtsspiel bei den Dortmund Giants an. Kickoff wird 15 Uhr sein und eine Woche später, am 18.05. sind die Cardinals zu Gast bei den Paderborn Dolphins. Kickoff ist ebenfalls 15 Uhr.